Markthall in Rotterdam. Nicht einfach Magnet für Architekturtouristen, sondern frische Feinkost- und Spezialitätenmarkt im Innern, Wohngebäude außen und Parkhaus unten drunter. Vorauseilend einem nie verabschiedeten EU-Gesetz haben die Niederländer überlegt, wohin der Marktplatz von außen ziehen könnte, sollten frische Produktstände nicht mehr unter freiem Himmel betrieben werden dürfen. Die Markthall als aufwendiges Wohn-Shopping-Konzept ist die Antwort. Designed wurde sie von einem Künstler, der schon viel im offenen Raum, im Freien erschaffen hat. Er wollte die Halle mit Rotterdam verbinden, sonst könnte sie überall stehen. Also finden wir Elemente des alten Rotterdam, des zukünftigen Rotterdam und natürlich Markttypisches wie die ganzen Lebensmittel. In Hamburg gibt's auf 15.000 Quadratmetern Vergleichbares. Die Rindermarkthalle auf St. Pauli lockt wöchentlich 60.000 Besucher in 3 Supermärkte und an knapp 30 Markt- und Gastronomiestände. Doch noch mehr macht die Halle zum sozialen Zentrum. Wir haben auf 800 Quadratmeter diverse Initiativen aus dem Stadtteil, die ihre Heimat gefunden haben. Und zusätzlich haben wir auch noch auf über 1100 Quadratmetern kleinflächige Büroflächen geschaffen für Gründer und Start-ups. Und dann ist ja auch noch auf 800 Quadratmetern eine große Moschee drin. Die Shops vom Biobäcker über beinahe klassische Marktstände bis hin zu Feinkost, alles da. Die Shop-Betreiber mögen vor allem den schnellen Kontakt zum potenziellen Kunden. Keine Tür, nichts verschlossen ist, sodass der Kunde einfach so in unser Geschäft hineinfällt, um wir einfach die Freude am Wein ganz anders zu vermitteln. Das ist halt in diesem offenen Konzept ein bisschen anders möglich, als wenn man das irgendwie draußen mit einem normalen Ladengeschäft hätte. In Rotterdam funktionieren vor allem die Spezialgeschäfte, zum Beispiel eine Käserei mit verschiedensten, nicht ganz günstigen Sorten. Oder Shops mit besonderer Schokolade, ebenfalls nicht zum Discountpreis. Vor allem Touristen lassen sich hier verführen. Manches Konzept ist in diesen neuen Markthallen aber auch mal falsch aufgehoben.